Meine Damen und Herren, als Kandidat muss ich noch allerhand Klimmzüge unternehmen. Ich soll jetzt also ein Werbespot halten, aber das werde ich nicht tun. Sondern ich werde ein bisschen meine Beweggründe sagen, warum ich politisch aktiv bin. Ich gehöre zu der Generation, die vor Jahren den Eltern immer wieder die bohrende Frage gestellt haben: Was habt ihr getan? Warum habt ihr nichts getan? Warum habt ihr es nicht verhindert, die Nazis? Und ich habe mir vorgenommen, dass es uns nicht wieder so geht, dass wir rechtzeitig handeln. Und für mich ist heute die größte Herausforderung, dass wir in einem Klimawandel, in einer Klimakrise leben und dass wir wissen, dass wir alles tun müssen, um sie abzuwenden. Und dass wir sehr viel darüber wissen, wie es geht. Dass wir alle Mittel in der Hand haben, dass wir wissen, mit welchen Methoden wir zum Beispiel hin zu einer Solarwirtschaft kommen können, mit welchen Techniken. Und wir tun es nur nicht. Aber mich treibt es an und mich treibt es um und da will ich weitermachen. Und mich ärgert auch, dass in dieser Gesellschaft sehr viele soziale Ungerechtigkeiten, dass allein in Deutschland 2,5 Millionen Kinder in Armut leben, dass 7 Millionen Menschen nicht von ihrer Arbeit leben können, dass wir so viele Arbeitslose haben. All dies nervt mich und es regt mich auf und ich möchte dagegen angehen. Und ich bin als Pazifist eigentlich immer noch empört darüber, dass wir so viel Geld in Rüstung stecken und so wenig in Frieden investieren. Ich will mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir keine militärischen Interventionen machen, aber wohl im Ausland helfen, wohl unterstützen. Wenn Sie wollen, dass so eine Politik sich durchsetzt, dann geben Sie mir Ihre Stimme. Und tun Sie nicht nur mir die Stimme geben oder den Grünen, sondern tun Sie selber was. Dann geht's voran. Vielen Dank.